Ja, herzlich willkommen wieder bei Boom und Finanz. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick und ja, heute geht es ein bisschen um das Traden. Ich gebe hier mal ein kleines Update, warum ich meine Trades heute natürlich gesetzt habe, auch natürlich für gestern, für Montag besser gesagt. Heute ist Dienstag und ja, wir gucken uns das Ganze auch einmal an. Ich habe heute meine ersten Trades schon gepostet, natürlich auch in dieser Hinsicht 1% habe ich natürlich mein Ziel erreicht. Ich sag mal so, wenn die Marktlage gut ist, passiert es auch, dass wir über 1% sind oder natürlich unter 1%, aber heute war es wieder sehr, sehr gut und ich zeige euch natürlich hier in dieser Telegram-Gruppe von ITS Trading Signalsystem auch meine Trades. Ich poste hier auch immer wieder meine Trades, auch mal Updates zu allen anderen Broker, also nicht an Broker, sondern Tradern. Es gibt ja sehr viele Trader, bei Investment Trading System kann man natürlich nämlich seine Trades kopieren. Hier gibt es auch nochmal eine Demo, hier kann man auch das Ganze mal testen und sich mal das Dashboard angucken. Und ja, wie sieht es aktuell aus? Heute früh theoretisch habe ich ja was gepostet, da hatten wir schon einen Take Profit von 6,40 Dollar schon. Wie gesagt, ein Investment, ich fange hier klein an, weil es soll hier alles für Kleinanleger auch passieren. Jeder soll hier mittraden können und immer darauf achten, dass ihr einen Broker habt, wo günstige Kommissionen drin sind. Ihr seht, ich habe hier Kommissionen von 0 zum Beispiel, ich zahle zum Beispiel gar keine Gebühren oder eine Gebühr von bei Euro und US-Dollar, ist eine Gebühr von 0,07 US-Dollar Cent, was hier vollkommen in Ordnung ist, damit kann man leben und natürlich auch wunderbar traden. Ja, mein letztes Update natürlich, 1% Ziel erreicht und wenn man das Ziel erreicht, ist es wirklich sehr gut. Ich beobachte trotzdem den Markt, wenn ein guter Einstieg da ist, dann werde ich definitiv meine Trades weiterhin setzen. Wie sieht es aktuell aus? Wo war ich drin? Ich war natürlich beim DAX drin, weil der DAX hat sehr gute Signale rausgegeben, wo ich gesagt habe, gut, wir hauen jetzt halt hier definitiv mal unsere Trades rein. Den letzten zwei Trades war definitiv bei DAX mit 4,89 Dollar und den letzten Trade habe ich mit 0 Dollar geschlossen, weil ich hatte hier die Vermutung, dass vielleicht der DAX hier vielleicht in dieser Hinsicht noch weiterfällt. Ich hatte erstmal einen großen Signal in der Hinsicht, dass man hier definitiv wieder einen aufstiegenden Kurs sieht. Wie gesagt, ich scalpe hier, also meine Trades sind nicht langfristig offen, sondern nur sehr kurz offen. Und daher nehmen wir halt kurze Bewegungen, schnelle Bewegungen hier auch definitiv mit auf einen 1-Stunden-Chart. Also ich benutze hier keinen 15-Minuten-Chart, auch keinen RSI von 15 Minuten, weil der Stunden-Chart ist für mich viel, viel realistischer, weil wenn wir einen Boden erreicht haben, dann könnte man hier einen wunderbaren Trade aufmachen, long oder short. Ja, wo waren wir heute früh drin? Natürlich beim DAX waren wir drin, habe ich getradet, sowohl auch Gold, glaube ich. Nee, Gold ist heute nicht dabei. Wir hatten den DAX und den US 30. Also bei US 30 hatte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trades und davon sind zwei negativ, aber trotzdem im Positiven geschlossen. Euro und US-Dollar und GBP-US-Dollar, das sind nicht meine Trades, das macht mein Kollege. Ich bin beim Dow Jones Gold und DAX mit drin. Das sind rein theoretisch meine Trades, wo ich halt durchführe. Also das sind halt größere Gewinne und man soll ja auch recht gut fix vorwärts kommen. Genau, das sind die Trades von heute mit 11,76 Dollar. Man hat hier ein Investment also von knapp 900 US-Dollar gehabt. Man hat hier auch einen großen Drawdown gehabt. Man kann uns, also wir können uns das Ganze auch einmal angucken. Das ist die Login-Seite. Nur, dass ihr kurz abgeholt seid, dann gehen wir in die Chart-Analyse rein. Hier sehen wir die Trader natürlich. Und ja, wer fragt, wo ich natürlich aktiv drin bin? Ich bin bei Copy Trading für Broker aktiv. Hier bin ich mit drin, mit meinem Kollegen zusammen. Alles andere gehört ITS oder natürlich hier zwei Unternehmen unter einen Trader. Die gehören natürlich nicht dazu. Das sind Leute, wo hier auf dieser Plattform natürlich ihre Trades anbieten. Und wenn du ein Trader bist, kannst du es auch machen und deine Community hierher verbinden, weil du verdienst hiermit auch dein Geld. Und das habe ich aber in den letzten Videos ja schon erklärt. Ja, wie sieht die Performance natürlich aus? Wir gucken uns das Ganze auch einmal an. Wir haben hier einen riesengroßen starken Anstieg. Warum haben wir hier einen starken Anstieg jetzt da plötzlich? Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt letzte Woche und die Woche habe ich auch noch ein bisschen Zeit, wo ich halt nochmal gute Trades raussuche und ein bisschen manuell mittrade mit meinem Kollegen zusammen. Und daher haben wir hier einen großen Anstieg. Letzte Woche haben wir Gold getradet, auch DAX getradet. Daher hatten wir hier auch einen riesengroßen Anstieg und riesengroße Take Profits.
Hier haben wir natürlich ein Minus von 9,86%. Bitte nicht erschrecken lassen. Wir haben immer weiterhin einen Profit von 45,93 US-Dollar erwirtschaftet. Das Konto war mal im Minus, weil wir hier Startprobleme hatten mit dem System. Aber das Dashboard funktioniert jetzt reibungslos, ohne Probleme natürlich. Wir haben eine Win-Chance, also eine Trefferquote von 66,12%, was hier komplett voll in Ordnung ist, finde ich. Das größte Minus war hier minus 23 US-Dollar, was natürlich auch voll in Ordnung ist. Jetzt gehen wir mal weiter runter in die Statistik. Wie sieht es jetzt aktuell am Monat aus? Wir haben über 12%, es wurde noch nicht aktualisiert, aber wir sind hier definitiv über 12% aktuell. Ziel ist immer so 5% im Monat, maximal 10%. Also auch hier für diesen Monat habe ich oder haben wir theoretisch das Ziel erreicht, also wir haben das Ziel übertroffen theoretisch. Im letzten Monat haben wir auch das Ziel erreicht mit 6%. Also es geht jetzt hier langsam bergauf. Man sieht hier die Statistik, was hier alles getradet wird. Aktuell natürlich, aktuell sind auch keine Trades mehr offen. Und wie gesagt, man hat ja auch eine History. Ihr habt einen kompletten Einblick, was ich trade, wie ich trade. Und man sieht und man merkt auch, dass es hier manuelle Trades sind und hier definitiv auch kein Bot hinten dran steckt. Genau, das war's rein theoretisch. Wie gesagt, das Ganze findet ihr auch unten in der Videobeschreibung wieder, dass ihr halt direkt auf die Übersicht kommt hier mit den ganzen Tradern. Auch für Pop-Trading-Firmen gibt es den Pop-Trading-Signal-Passing-Service. Wie gesagt, ihr könnt auch ganz normale Trader hier folgen, aber das ist euer Management, weil über das Dashboard könnt ihr das ganze Management natürlich führen. Die Frage ist natürlich jetzt weiterhin wegen der IP-Adresse. Das Ganze läuft über das Dashboard. Es hat keine IP. Die IP ist verschlüsselt und daher kommt eine verschlüsselte IP nur an. Und das kann man nicht nachvollziehen. Und von daher würden die Daten ja rein theoretisch euer MetaTrader 4 und 5 hier im Dashboard hinterlegt. Ihr verbindet euch, es wird dann connected und es ist über einen MySQL-Server, was hier definitiv wunderbar drüber läuft. Und dann kriegen wir die Verbindung auch zum Broker direkt hin und nicht zum Anbieter. Und ja, also von daher funktioniert das auch wunderbar. Also viele Trader sind hier mittlerweile mit ihren eigenen Prop-Trading-Firmenkonten mit dabei. Wir können auch hier ganz kurz mal reingucken, bevor wir in die Chartanalyse nochmal reingehen. Ja, aktuell haben wir hier ein Minus, gehört dann natürlich auch dazu. Wir haben aber trotzdem einen gesunden Aufstieg. Hier hatten wir mal einen größeren Verlust gesehen. Wie gesagt, das macht ITS. Hier bin ich nicht mehr drin. Ich gucke es mir nur manchmal an. Aber die Trades sind wirklich sehr, sehr schwierig, weil man muss hier wirklich darauf achten, dass man halt nicht rausfliegt. Das Ganze, also das ist ein 100k Fremdkapitalkonto. Und man muss hier definitiv darauf achten, dass man das Fremdkapitalkonto auch nicht verliert. Ich glaube, das maximale Drawdown liegt immer hier bei 2%. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen über 2%. Hat ITS das Ganze hinbekommen schon. Aber maximal ist der Drawdown hier immer wieder, ist das Ziel bei 2%. Ja, wie gesagt, letzten Monat über 3%, hier im aktuellen Monat noch, sage ich mal, der Monat ist noch nicht um, mit minus 1,83%, aber ich hoffe, hier passiert noch was, dass hier schöner Anstieg noch passiert. Ja, wie gesagt, anderen Trader wie DFI, also DFI Investment Gamble hat fast 4% erreicht, X-Trader hat 1,86% erreicht, also man sieht hier auch schon Gewinne, also Profite hier über 300 Dollar, hier 41 Dollar, 45 Dollar, also hier läuft es wunderbar, das sind Pro-Konten, hier sind kein Prozentkonten, weil Pro-Konten kann man damit besser traden, man hat hier einen schönen Hebel, aber auch mit einem Prozentkonto kann man das Ganze hier kopieren. Go, genug gelabert über das Ganze. Jetzt habt ihr erstmal die Performance ein bisschen gesehen. Jetzt gehen wir mal auf den Chart ein. Jetzt habe ich hier den Dow Jones aktuell. Was ist hier passiert? Den Dow Jones habe ich ja getradet, das habe ich euch ja gezeigt. In der Telegram-Gruppe hat man den Dow Jones ja hier gehabt, den US30. Den habe ich ja heute getradet. Und ja, darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen. Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Der Dow Jones war heute sehr, sehr, wie soll man das formulieren, dass ihr es versteht? Ich sag mal, wir hatten hier eine schöne Seitwärtsphase, keine großen Bewegungen. Gut, der amerikanische Markt ist halt noch nicht offen, was man hier wirklich sehr gut mitnehmen kann. Was ich hier natürlich erkenne, wir sind hier bei einem Diamond drin. Wir haben hier einen Boden erreicht erstmal. Wir müssen halt theoretisch unter den Diamond durchbrechen. Dann wäre hier wirklich einen weiteren Abverkauf nach unten möglich. Runter zu es auf die 39.629,9. Aber aktuell sind wir im Diamond in einer Seitwärtsphase. Rein theoretisch auch ein sehr großes Risiko hier drinnen zu traden. Unser nächster Widerstand oben
hin Richtung den Supply, sage ich jetzt mal, haben wir noch einen Widerstand bei 39.870,8. Und das soll man natürlich mit berücksichtigen. Also wir sind hier wirklich in einer Seitwärtsphase. Hier wird es definitiv entscheiden, in welche Richtung es geht. Aber beim Dow Jones kann ich euch jetzt schon sagen, dass der Preis hier definitiv nach oben geht, Richtung Supply. Warum sage ich das? Wir sehen einmal hier unten, sind wir natürlich überverkauft. Das heißt, wir haben jetzt schon unsere Linie unten erreicht. Wir haben auch das Volumen im Verkaufbereich natürlich auch etwas verloren. Das bedeutet für uns, dass der Dow Jones laufend dieser Woche erstmal wieder einen aufsteigenden Kurs sehen können. Und von daher wäre hier die nächste Methode, wenn wir hier wirklich aufsteigen und wir hier unten den Boden gefunden haben, die nächsten Buy Orders natürlich hier raussuchen. Genau, wir gucken uns jetzt mal einmal den DAX jetzt noch an. Der DAX hat natürlich einen Abverkauf Richtung dem Diamond. Der Diamond ist anziehbar jetzt seit heute. Wir haben hier auch ein Tief, ein Lower Low gebildet. Wir haben ein Lower High gebildet. Also hier kann es einen Abwärtstrend geben. Wo haben wir jetzt hier den nächsten Widerstand? Also ich schätze mal, wir haben hier rein theoretisch vielleicht einen Widerstand. Kann man jetzt so nicht ganz sagen. Man könnte das Ganze auch mal kurz einzeichnen. Also wir hätten rein theoretisch hier einen nächsten Widerstand, also ich zeichne es nochmal hier kurz ein, weil hier wurde es ein paar Mal abgelehnt, man sieht das hier auch, hier sehen wir es gerade aktuell, dass es auch abgelehnt wird und der Preis hier wieder nach oben geht, aber wir haben hier unten von dem Volumen her, sowohl auch von den Verkäufern und Käufern, noch keinen Boden gefunden. Laut diesem Signal wird definitiv laufend des Tages der DAX noch weiterhin fallen. Also ich schätze mal, dass wir hier unten den Diamond nochmal antesten, dass wir erstmal laufend des Tages noch weiter hier runter gehen und hier unten erstmal, wenn wir auch hier unten unser Signal bekommen, auch vom Volumen her, Volumen im Verkaufsbereich ist jetzt momentan nicht so hoch. Logisch, aber ich würde erst sagen, dass wir hier langsam erstmal runtergehen auf den Diamond, den ganzen hier nochmal testen, weil wir haben hier insgesamt 4 Tests durchgeführt, danach haben wir einen Pump nach oben gesehen und von daher gehe ich davon aus, dass hier definitiv der DAX erstmal weiterhin fällt. Ich warte erstmal auf eine Buy Order, der in sich auf ein Signal. Wir haben jetzt rein natürlich hier oben auch unsere Signale bekommen und das bedeutet für uns, wir gucken erstmal weiter, wie der Kurs sich jetzt hier verhält. Also Punkt bei Dow Jones und beim DAX werden wir gucken, dass wir die nächsten Buy Orders suchen und abwarten, dass wir hier definitiv auch den Boden finden. Aber ich sag mal so, es sieht sehr gut aus, dass hier wieder ein Aufwärtstrend existiert, dass wir hier wieder ein neues, neues Lower Low, eher nicht, ein neues Lower High finden wir hier vielleicht und dann vielleicht hier nochmal einen größeren Higher High dann bilde. Also wir haben jetzt hier eine schöne Seitwärtsphase. Ich setze mal hier, gehen wir runter, wieder um den Supply, bis wir halt hier wieder schön nach oben pumpen. Eventuell, wie gesagt, ich habe keine Glaskugel. So ist meine Strategie. Ich warte halt immer ab. Und ja, aktuell, wie gesagt, warten wir hier auch beim DAX ab, dass wir hier unten den Diamond einmal retesten, dass wir dann hier unten unsere Buy Order hier definitiv suchen, laufend der Woche oder laufend des Tages. Mal schauen. Ja, dann haben wir auch noch Gold im Petto und ja, Gold haben wir letzte Woche sehr viel getradet, einmal komplett runter zu, ist immer wieder Shorts aufgemacht. Wie gesagt, ich scalpe das Ganze und ja, hier sieht es natürlich nicht gut aus, weil hier sind die Käufer und Verkäufer jetzt momentan nicht einig, wo der Kurs hingeht. Also es ist halt ein Gleichgewicht da. Wir sehen, wir sind über den Diamond, wir haben hier unten den Diamond komplett in der Zone getestet und das mehrmals. Und ja, rein theoretisch könnte jetzt auch der Goldpreis wieder steigen auf 2425,14 eventuell. Aber sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind über den Diamond. Wenn diese Kerze jetzt hier oben drüber schließen tut, dann kann es sein, dass wir hier erstmal das Ganze auf den Preis von 2425,14 dann testen. Und ja, mal gucken, was dann passiert. Aber auch für mich kein Signal einzusteigen. Ich habe hier unten in den Kauf- und Verkaufsvolumen auch kein Signal, wäre das Risiko zu hoch, jetzt aktuell in den Gold jetzt reinzugehen und vom Volumen hier genauso. Ja, das ist ein kurzes Update, ein sehr schnelles Update. Wie gesagt, Währungspaare haben wir auch. Den Euro und US-Dollar habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass wir hier einen Aufwärtstrend sehen werden wieder. Wir haben jetzt, wir waren natürlich überverkauft wieder und das habe ich auch in der Telegram-Gruppe wieder euch mitgeteilt als kleines Signal für euch nochmal.
Aber hier sehen wir, der Euro und US-Dollar steigt wieder. Es kann sein, dass wir hier wieder Richtung den Supply laufen oder nämlich auf den 1,08791 Marke dann erreichen, wo unser letzter Lower High war. Der war hier natürlich. Und hier haben wir einen riesengroßen Widerstand nochmal. Müsste man halt mit beachten, aber wie gesagt, Währungspaare, das macht mein Kollege, ich nicht. Aber nur als kleines Update, weil ein großer Hype bei Euro und US-Dollar war mit dem Sell-Orders und natürlich Kauf-Orders. Muss man natürlich auch hier mit beachten. Und ja, das war's von dieser Hinsicht. Wie gesagt, Euro und US-Dollar werde ich weiterhin auch ein bisschen beobachten. Aber hier sehen wir definitiv erstmal einen schönen Aufwärtstrend, was ich auch letzte Woche euch mitgegeben habe. So, das war's definitiv. Ich bin kein Anlageberater, auch kein Steuerberater. Wie gesagt, wenn ihr meine Trades kopieren möchtet, unten den Link anklicken. Da gibt es einmal die History, die Performance natürlich. Und obendrauf habe ich auch noch mal eine Umfrage für RoboForex gemacht. Soll ich meine Signale auch an RoboForex hinsetzen, dass ihr auch über RoboForex meine Trades kopieren könnt. Also hier könnt ihr euch gerne mal unten in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr es gerne möchtet. Ich habe auch aktuell eine Umfrage gestartet, wie die Ansichten so sind. Ich bin normalerweise kein Fan für RoboForex, aber es sind so viele bei RoboForex. Die Nachfrage ist auch extrem hoch. Ja, Patrick, kannst du auch bei RoboForex das ganze Signal geben? Gut, bei RoboForex wird es dann eine Kommission geben, was es ja hier nicht so gibt, weil umso höher eure Gewinne, umso mehr müsst ihr halt dann abgeben, wenn 30% Kommission da ist und ihr müsst halt die Gewinne abgeben von 30%, was ihr halt beim Copy Trading über ITS-System nicht habt, weil da habt ihr nur die Gebühr von 29 US-Dollar pro Monat. Kommt halt darauf an, wie hoch euer Investment ist und ich sag mal, ihr macht halt pro Monat, keine Ahnung, sagen wir mal 500 US-Dollar und gibt nur 30 US-Dollar ab. Das sind keine 30%, das ist ein Witz, sondern ihr seid nur für den Slot und das war's. Gut, man hat auch eine Gewinnbeteiligung mittlerweile drin von 10%, aber 10% ist wirklich sehr, sehr wenig. Und bei RoboForex würde ich das Ganze nämlich bei 30% hinlegen, aktuell, wie der Stand ist von der Umfrage natürlich. Gut, das war es jetzt, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht um heißen Brei rumreden. Ich habe euch jetzt meine Analyse so ein bisschen erklärt, warum ich meine Trades aufmache und wie der aktuelle Stand ist bei den ganzen Bereichen. Und ja, wir lassen uns hier definitiv überraschen und wie gesagt, aktuell sehe ich hier auch beim DAX die nächsten Einstiege für die Buy-Order. Also, sei dabei, kopiere meine Trades und passives Geld verdienen. Du musst wirklich nichts machen und ja, das war es jetzt definitiv jetzt. Jetzt bis bald und bye bye.